Herzen gekommen. Noch nicht dein Freier, nur dein Onkel Herbert. Marga, lassen Sie mich doch nicht immer betteln. Marga Lehmann nimmt niemanden, der sie wirklich will. Du hast dich bisher nur selten mit so seriösen jungen Menschen abgegeben. Sie wollten ihn doch unbedingt wissen, meinen Sternschnuppenwunsch. Ich habe mir viermal gewünscht, dass ich mich endlich einmal vollkommen verlieben kann. Dieser Dr. Rettberg soll dir immer noch die Kur machen. Trifft das zu? Es war schließlich nicht der erste Heiratsantrag, den ich erhalten habe. Der dritte in diesem Jahr, wenn ich richtig gezählt habe. Jedenfalls haben wir beschlossen, Mama und ich, dass du in den nächsten Wochen zu Onkel Herbert gehst, nach Lesmona. Ich erwarte absoluten Gehorsam. Schließlich bist du ja ein Verbannter. Good morning. Du bist also Onkel Herberts wunderbare Nichte. Ein bezauberndes Bild, wie kurz vor der Verlobung. Oh, dazu wird es wohl kaum kommen. Wir sind nämlich verwandt. Du nimmst dir Sachen heraus, Percy. Die würde ich sonst niemandem erlauben. Meine nackten Füße kennt er bereits. Und er hat sie sogar schon geküsst. Der Junge hat wenig Stehvermögen. Seinem Charme ist ja schwer zu widerstehen. Und von welcher schönen Frau ist das? Wir müssen jetzt über unsere Zukunft sprechen, Daisy. Ich kann dir nur ein ernsthaftes Angebot machen. Du musst 5 Jahre warten.